Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sabine Besse. Ich bin Gestalttherapeutin, Mutter von zwei Kindern. Ich lebe derzeit in England. Und eines meiner Herzensthemen ist die Schamheilung. Meistens haben wir eine persönliche Betroffenheit, wenn wir uns so intensiv mit Themen beschäftigen, und das trifft auch auf mich zu. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich keine Ahnung, dass ich mit Scham zu tun habe. Ich hätte das sogar weit von mir gewiesen. Aber mit der Zeit häuften sich die Erfahrungen, auf die ich mir keinen rechten Reim machen konnte. Ich fühlte dieses ungeheuer unangenehme Gefühl, dass ich weglaufen wollte, dass ich einfach nur noch mich auflösen wollte. Und irgendwann fiel für mich der Groschen. Und plötzlich hatte diese Blackbox, dieses unerklärliche Etwas in meinem Leben, was ich nie hatte greifen lassen, was klebrig, glitschig, unangenehm gewesen war, auf einmal hatte das Kind einen Namen. Und das hat für mich ganz neue Türen geöffnet. Mein persönlicher Weg der Schamheilung ist nicht vorbei. Und es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass wir unsere Scham komplett verlieren könnten. Denn gesunde Scham gehört zu unserer Ausstattung als Mensch und hat auch eine wichtige Funktion für uns. Das Problem entsteht, wenn wir mit übermäßiger Scham zu tun haben. Wenn wir immer wieder uns in unser Schneckenhaus zurückziehen, weil wir unsere Umwelt als zu feindlich, zu unangenehm wahrnehmen. Es ist einfach so, dass wir soziale Wesen sind. Und Verbundenheit, Nähe, Kontakt ist essentiell für unser Wohlbefinden. Scham hat die Eigenschaft, diese Verbundenheit zu unterbrechen. In günstigen Fällen passiert das vorübergehend. Und wenn die Situation vorbei ist, sind wir wieder in der Lage, uns zu verbinden und wieder gemeinsam mit anderen zusammen zu sein. Wenn wir toxische Scham entwickelt haben bzw. erlebt haben über die Jahre, dann ist dieser Mechanismus, diese Flexibilität zwischen Distanz und Nähe gestört. In der Regel haben wir uns dann so weit in uns zurückgezogen, wir haben so viel schlechte Erfahrungen miteinander mit anderen gemacht, dass wir mit negativen Grundannahmen in jede neue Begegnung gehen. Oder das andere Extrem ist, dass wir keine Wahrnehmung mehr für die Grenzen der anderen haben und anderen zu nahe kommen, ohne dass wir mitbekommen, dass den anderen es zu viel ist. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, wenn wir uns über Scham unterhalten. Und Scham hat viele Aspekte. Und im Laufe der Zeit möchte ich auch verschiedene Aspekte und Erscheinungsformen von Scham beleuchten. Mir ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen diese Dynamik kennen und verstehen lernen. Denn dann besteht die Chance, dass wir diese Struktur in uns selbst erkennen. Wenn wir diese Struktur in uns selbst erkennen, können wir aufhören, den toxischen Kreislauf, da wo wir unsere eigene Scham an andere weitergeben, delegieren, dann können wir diesen Kreislauf durchbrechen. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen und ich freue mich, dass du hierher gefunden hast, dich für das Thema interessiert und ich hoffe, dass du etwas davon mitnehmen kannst. Für heute sage ich vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.